Ein Film, ihn zu knechten, ihn geistig zu erblinden, ins Dunkel zu treiben und dort ewig zu binden. Zocki, hast du ernsthaft geglaubt, dass du mich schon wieder los bist? Twilight war harmlos. Meine erfundene Frau war noch einfach zu entsorgen. Aber diese grandiose Glotzgülle nimmt nicht einmal der härteste Mistkübel. Diesmal musst du zum Berg des filmischen Schicksals reisen und den Film dort in die kochende Lava werfen. Denn nur, wo die Dämpfe giftiger sind als der Film, kannst du diesen Fluch wieder von dir abwenden. Die Feiertage tun der Stimme meistens nicht gut und zugegeben, der Film hat nicht wirklich dabei geholfen, weil spätestens seit meine erfundene Frau habe ich richtig Angst vor Jack and Jill. Und das Schlimmste, das Allerschlimmste, was mir in dem Vorfeld zu dem Film gesagt hat, war, alle lustigen Szenen sind im Trailer. Das sind keine lustigen Szenen im Trailer. Das ist einer der furchtbarsten, schmerzhaftesten Trailer, die ich jemals gesehen habe. Und es wundert mich überhaupt nicht, wie es dieser Film schaffen konnte, in allen, ich wiederhole, in allen Kategorien die goldene Himbeere zu bekommen, aber es ist egal, was ich jetzt sage, ich komme nicht dran vorbei, ich muss Jack and Jill reviewen. Um ehrlich zu sein, das Liebste, was ich jetzt hätte, wäre unsichtbar sein. Wow, niemand kann mich sehen, also bin ich tatsächlich doch noch entkommen. Und das Beste ist, dank der Magie des Rings gibt's auch ganz sicher keine technischen Störungen, Nischenstörungen. Oh Mist. Ach. Irgendwie führt wirklich heute an diesem Review kein Weg vorbei. Dad, ich habe einen Film aus der Videothek ausgeborgt, wie du wolltest. Echt? Welchen denn? Jack and Jill! Nein! Ich meine, der Film fängt ja schon so seltsam an. Dieser Teil mit den eineigen Zwillingen, wo die ersten Zwillinge gleich sagen, meine Schwester hat mich bei der Geburt in die Mama hineingeschoben. Apropos was wo reinschieben. Sehr geehrter Herr Sendler. Entschuldigung. Auf jeden Fall, der Nächste bezeichnet seinen Zwilling als menschliches Ersatzteillager. Netterweise, wenn der neben ihm steht. Und das Einzige, was ich mich frage, ist, warum musste man diese Szene auf 2 Minuten ausdehnen? Ich meine, gut, wenn man sich anschaut, was wir sonst für eine Wahl haben. Wir haben danach nämlich die Credit-Sequenz mit scheinbar Babyaufnahmen von Jack und Jill. Ich nehme zumindest an, dass es Jack und Jill sein sollen, wo wir einen grandiosen Furzwitz brauchen. In der 30. Filmsekunde gefühltermaßen muss Jack oder Jill, keine Ahnung, einen 20 Sekunden Furz loslassen. Und wer über diesen Witz lacht, der könnte unter Umständen bei Jack und Jill Spaß haben. Wer allerdings, so wie ich, diesen macht und hofft, dass wenn man den Kopf lang genug unter den Polster hält, man einschlafen und den Rest des Films nicht mehr ertragen muss, der wird schmerzhafte 90 Minuten erleben. Dann gibt's natürlich noch Witze über Achselhaare, weil was ist lustiger als das? Okay, alles ist lustiger als das, aber es kommt wirklich noch schlimmer, weil wir sehen dann, dass Adam Sandler einen Werbefilm über Durchfall dreht. Warte mal, Adam Sandler in einem Werbefilm über Durchfall, quasi so eine Art Trailer zu Jack and Jill. Und das Schlimmste ist dann noch,
Erwähnen Sie, dass es irgendwie einen Dunkin' Donuts Werbespot geben soll mit Al Pacino. Und Adam Sandler fragt noch nach mit der Pate Al Pacino. Wo ich mich frage, der Pate, war das nicht Marlon Brando? Der wird wahrscheinlich keinen Kaffee-Werbespot machen. Wobei gut, Al Pacino hat das hoffentlich auch nicht notwendig. Ich frage mich, was musste man Al Pacino zahlen, dass man es möglicherweise irgendwie erlaubt bekam, seinen Namen einmal in diesem Film zu erwähnen. Yikes! Es kommt dann aber eine zumindest ansatzweise wirklich witzige Szene, wo wir einfach mitbekommen, wie Jack, der bis jetzt nervigste Charakter aller Zeiten, gut, das ist bei Adam Sandler mehr oder weniger gang und gäbe, wie wenig sich der auf seine Schwester Jill freut. Und zumindest haben wir etwas gemeinsam. Und als ich Jill das erste Mal gesehen habe, wusste ich eines, dieses Review wird sicher kürzer als das zu Meine erfundene Frau, weil das Problem ist, bei Meine erfundene Frau, es gab mehr oder weniger an jeder Szene was auszusetzen, überall irgendeine Kleinigkeit, irgendwas, das nicht hinhaut. Bei Jack and Jill kann man mehr oder weniger alles, was an diesem Film nicht passt, was diesen Film unerträglich macht, in einem Wort zusammenfassen. Jill! Holy God! Ganz ehrlich, Dolph Lundgren in Meine erfundene Frau war Comedy Gold gegen Jill. Ich fühle mich irgendwie so, als würde jemand mit einem Stein gegen meine Humorsinne pochen. Und als würde Adam Sandler wirklich mit einem Rambock anklopfen und sagen, hey, sie nervt, finde es lustig, finde es lustig. Und mein Hirn sagt, nein. Nein! Ich will das nicht lustig finden! Gut, ich find's auch nicht lustig. Aber wie? Wie? Und ich muss ja eines. Das ist eines, was man unbedingt noch dazu sagen muss. Adam Sandler ist kein Newcomer, der aus irgendeiner Castingshow oder irgendeinem unbekannten TV-Format hervorgeht und mehr oder weniger eine Filmrolle gratis obendrauf bekommen hat zu seinem Auto, keine Ahnung. Adam Sandler ist ein etablierter Komiker, ist ein lustiger Schauspieler, der sich seit Jahrzehnten im amerikanischen Filmgeschäft hält. Und ich habe nur eine Frage. Wie? Oder noch besser, warum? Und ich weiß nicht, ob ich das schon im Review zu Meine erfundene Frau gesagt habe, aber ich finde Adam Sandler einfach nicht lustig. Und der Moment, wo das für mich klarer wurde als sonst irgendwo, war die eine King of Queens Folge, wo Adam Sandler zu Gast war. Man muss sich das so vorstellen, Kevin James und Adam Sandler nebeneinander im Bild haben irgendwie eine scheinbar witzige Situation, auf die sie reagieren müssen. Kevin James reagiert mit Händen und Füßen, bewegt sich, macht Comedy, ja, ist irgendwie lustig. Adam Sandler steht daneben wie ein Stein. Mehr oder weniger wie bestellt, nicht abgeholt, wartet auf seinen Einsatz, raucht seine Zeilen in Richtung Mikrofon und mehr oder weniger, das war's. Ohne Timing, ohne Feingefühl, ohne gar nichts. Und ich will nicht sagen, dass es keinen guten Film mit Adam Sandler gibt. Ich fand die Wutprobe fand ich nicht schlecht, Klick fand ich nicht schlecht, 50 erste Dates fand ich gar nicht schlecht, aber je mehr sich ein Film auf ihn als Schauspieler verlässt, desto eher geht der Film den Bach runter. Und das ist natürlich blöd, wenn jetzt Adam Sandler in einem Film nicht nur seine übliche Adam Sandler-Rolle spielt, sondern auch noch die Schwester seiner üblichen Adam Sandler-Rolle. Und das die ganze Zeit mit so einer Stimme, die ja urglaubwürdig ist und an der Adam Sandler zinken, der aus der falschen Perücke herauswächst und das Ganze sieht so peinlich aus, wie wenn ich mich zu Fasching als Frau verkleiden würde, was ich aber nicht tue, weil es sich verdammt peinlich ausschauen würde. Wieso? Wieso wurde dieser Film gemacht? Wie kann das sein? Gab's irgendwo in Hollywood jemanden, der gemeint hat, hey, der Film, der muss passiert sein. Eddie Murphys Version von Der verrückte Kompressor war noch nicht peinlich genug. Wir brauchen unbedingt Adam Sandler, der dasselbe macht. Und ich fürchte mich schon davor. Ganz ehrlich,
Wenn ich's richtig einschätze, ist Jack und Jill mehr oder weniger ein Testfilm. Und als nächstes spielt dann Adam Sandler eine ganze Familie. Inklusive Hund und Katze. Und Weihnachtsbaum. Und Klo. Quasi meine Braut, ihr Vater und ich als One-Man-Show. Und ich weiß jetzt nicht, ob es schlimmer ist, sich Adam Sandler als Robert De Niro oder als Barbara Streisand vorzustellen, aber wenn ich Jill so anschaue, dürfte beides ziemlich furchtbar sein. Wobei gut, möglicherweise kriegen sie ja Robert De Niro auch in den nächsten Adam Sandler Film, aber dazu später mehr. Auf jeden Fall, Jill, das, wie könnte man sagen, Furunkel am Hinterteil der Comedy-Unterhaltung, ist eingezogen bei Jack, ist da quasi, der Plot ist entfacht von Jack und Jill, also es gibt Jack und Jill, ich denke, viel mehr wird da nicht passieren. Jack weckt Jill in der Früh auf, sie will natürlich, Zwillingskuscheln. Zum Glück war es scheinbar nicht im Budget des Films, das ansatzweise zu realisieren. Und das Einzige, was ich mich dann fragen muss, es gibt irgendwie Thanksgiving-Dinner, so wie es ausschaut. Und Jack hat einen Obdachlosen zu sich eingeladen. Gut, weil ich zugeben muss, der Kerl ist meiner Meinung nach der bis jetzt beste und sympathischste Charakter in dem ganzen Film. Weil erstens, er spricht nicht. Das ist einmal eine sehr, sehr gute Ablöse zu Jill. Und vor allem, wenn, dann sagt er was wirklich Lustiges. Und habe ich schon erwähnt, dass er nicht von Adam Sandler gespielt wird. Naja, ich muss wirklich zugeben, Jill, seit sie in diesem Film ist, redet sie in einer Tour durch mit einer nervigen, übertriebenen, hohen Stimme. Raucht sie in Richtung Kamera durchgehend. Das mittlerweile für über 10 Minuten. Das hält man doch im Schädel nicht aus, oder? Egal. Jedenfalls spätestens, wenn nach diesem Dinner man sich dann denkt, im Vergleich zu Adam Sandler ist Eddie Murphy wie Morgan Freeman, wir gesehen haben, dass Adam Sandlers Sohn aus irgendeinem Grund einen Pfefferstreuer auf die Stirn getackert bekommen hat, fragt mich nicht. Und das Einzige, was ich mir denke, ist eigentlich schade um diesen Truthahn. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass bei einem Dinner, wo Jill anwesend ist, irgendjemand auch nur ansatzweise einen Bissen runterkriegen kann. Und der beste, coolste Gag, den ich bis jetzt in dem ganzen Film gesehen habe, ist, wo der Obdachlose meint, gut, es tut mir wahnsinnig leid, ich esse hier nichts. Ich halte diese Frau nicht aus, da gehe ich lieber zurück auf die Straße, hab die nächsten 3 Wochen nichts zu essen, als dass ich mir beim Essen dieses Gebrabbel anhöre. Und wäre ich nicht gelegen beim Filmschauen, wäre mir das fast sogar Standing Ovations wert gewesen, weil, ganz ehrlich, er hat etwas, was ich nicht konnte. Ich konnte nicht einfach gehen. Schade eigentlich. Und wir haben dann irgendwie einen würdelosen Gastauftritt von Al Pacino als Schauspieler in irgendeinem Theaterstück, wo ein Handy läutet und er angeblich furchtbar ausrastet. Wobei ich zugeben muss, ein Ausraster könnte unlustiger nicht sein. Wenn Al Pacino ausrasten will, dann ist das wahnsinnig witzig. Dagegen wirkt dann irgendwie Louis Black wie ein Keksverkäufer. Aber wieso muss das so gekünstelt wirken? Wieso mit Hey, wer hat da sein Handy eingeschaltet? Nein, das ist nicht okay. Wer hat da sein Handy eingeschaltet? Wieso muss das so schlecht sein? Ich meine, gut, dass Al Pacino, wenn er ans Set zu Jack und Jill fährt, möglicherweise sagt, ach Talent, du kannst heute mal ausnahmsweise zu Hause bleiben, kann ich ja noch nachvollziehen, kann ich ja noch verstehen. Was ich weniger verstehen kann, ist, wie Al Pacino seinen Kraxen unter einen Vertrag gestellt hat, wo drauf steht, für eine Rolle in Jack und Jill. Einer, finde ich, der größten Mysterien des Filmgeschäfts. Ja, was ist mit Marilyn Monroe passiert? Wo ist Pierre Kirby? Wie zum Teufel kam Al Pacino in Jack und Jill? Naja, anyways, die größte Beleidigung kommt aber noch.
Weil Jill ist jetzt dann unterwegs. Jill will ja wahnsinnig viel mit ihrer Familie unternehmen. Leider müssen wir dabei zuschauen. Und es kommt zu einer Art 80s-Montage, wo wir viele Sachen sehen, die Jill mit Adam Sand, also Jill mit Jack und den anderen armen Leuten, die leider in diesem Film sein müssen, unternimmt. Das Einzige, was ich mir denke, ja, Montage ist super, wenn man von jeder Szene in dem Film nur einen 2-Sekunden-Clip sehen würde, dann wäre der Film ja bald vorbei. Naja, leider kommt es nicht so weit und in der 21. Filmminute wird die Beleidigung für den Zuschauer ganz, ganz groß geschrieben, indem dass wir einen kurzen Clip aus Scarface sehen. Und damit meine ich nicht irgendeinen Clip, sondern den bekannten Say Hello to My Little Friend Clip. Warum? Und es gibt diesen bekannten Grundsatz, man soll den Zuschauer in der Mitte von seinem durchschnittlichen Film nicht an einen besseren Film erinnern. Weil dann könnte sich ja der Zuschauer denken, hey, wieso schaue ich mir diesen Schmarrn an und nicht eigentlich den besseren Film? Das denke ich mir jedes Mal, wenn irgendwo im Hintergrund bei irgendeinem Durchschnittsblockbuster ein Der Pate-Poster oder ein Alfred Hitchcock-Poster hängt, wo ich mir denke, ja, der hat Filmgeschmack, also der Charakter, der Schauspieler merklicherweise nicht. Und hier haben wir es so, dass einer der besten Filme aller Zeiten mit einem der schlechtesten Filme aller Zeiten quasi sofort verbrüdert wird in einer Szene, die absolut sinnlos ist. Zwei Filme, zwei Performances, die nicht einmal im selben Universum eine Existenzberechtigung haben. Wie degradierend muss das für Al Pacino sein, wenn nicht nur er, sondern quasi auch sein schauspielerisches Lebenswerk, könnte man fast sagen, in diesem Film verwurstet wird. Und da geht ja wirklich alles vor die Hunde. Wobei gut, scheinbar hat der Drehbuchautor ansatzweise Mitleid für den Zuschauer und immer dann, wenn so etwas Schmerzhaftes passiert ist, kommt für kurze Zeit auf was ansatzweise Witziges, zum Beispiel die Szene, wo Jack und Jill im Kino sitzen und Jack immer meint, nein, sie ist nicht so wie ich, sie ist nicht so wie ich, und die beiden dann exakt zur selben Zeit exakt das Gleiche machen. Das war eigentlich recht witzig, hätte der Film es nicht am Ende wieder notwendig gehabt, das Ganze durch einen Furzwitz zu ruinieren. Naja, Jack unternimmt quasi das Schlimmste, was man nur irgendwie tun kann. Er versucht, einen Mann für Jill zu finden. Das stelle ich mir etwas schwierig und vor allem wahnsinnig peinlich vor. Männerwelt, bewahre dich. Und in der 28. Filmminute nach Scarface sehen wir jetzt dann auch eine Werbung mit Shaquille O'Neal. Und es ist natürlich wahnsinnig überraschend, wenn man das auch über Shaquille O'Neal sagen kann, aber selbst für ihn ist der Auftritt in diesem Film unglaublich degradierend. Da würde ich mir eher noch eine Steel-Trilogie wünschen oder Kazam 2, bevor ich auch nur ansatzweise noch eine Sekunde von Jack und Jill sehe. Und das Einzige, was das Drehbuch von diesem Film ansatzweise glaubwürdig und korrekt vermitteln kann, ist, wie sehr Jack Jill hasst. Gut, das ist nicht wahnsinnig schwer, man müsste eigentlich nur Jill ins Bild stellen und jeder Zuschauer kann für alle Leute mitfühlen, die ansatzweise in diesem Bild ist. Und trotzdem sind sie Familie und sie können sie nicht alleine und im Stich lassen. Ich könnte das, mir ist sie wirklich egal. Und wenn ihr nicht da wärt und quasi dauernd von mir Reviews zu Adam Sandler Filmen verlangen würdet, danke in diesem Fall noch. Danke. Ich werde euch finden. Wie war der Dialog von Liam Neeson noch einmal in Taken? Irgend sowas auf jeden Fall wird mit euch. Nein. Anyways, es ist aber trotzdem irgendwie nicht Jack ganz, ganz verzweifelt nach irgendeinem Mann für Jill sucht und es gibt so Cutaway-Gags inklusive, was sehr toll ist, der Film erinnert einen wieder dran, wie sich Jill bei ihrem Auftritt in der Preis ist heiß dieses Rad an die Omme gedonnert hat, was damals schon überhaupt nicht lustig war und was vor allem ungefähr vor 10 Filmminuten passiert ist. Und wenn es ein Film wie Jack und Jill notwendig hat, einen an unlustige Gags zu erinnern, die gerade mal 10 Minuten her sind, warum? Weil ganz ehrlich, hatte der Drehbuchautor nicht noch irgendwelche anderen sauschlechten Jokes, die er irgendwo rauszerren konnte und irgendwie aufs Papier bringen?
Naja, Jill geht jetzt dann auf ihr erstes Blind Date, hat unter Umständen das furchtbarste Kleid an, das ich jemals gesehen habe. Ich meine, man kann normalerweise über schirche Kleider so sagen, schaut aus wie ein Vorhang oder wie ein Tischtuch oder wie ein Zirkuszelt. Aber ganz im Ernst, würdet ihr euch das vor die Fenster hängen oder auf den Tisch legen oder ehrlich gesagt in einen Raum gehen, der auch nur ansatzweise so aussieht? Naja, das Beste ist, wie sie dann so in Zeitlupe die Treppe heruntersteigt und es einem wirklich förmlich den Magen dabei umdreht. Und wirklich cool ist nur, wie der Typ, mit dem sie eigentlich ausgehen soll, darauf reagiert. Und er ist neben dem Obdachlosen mein zweiter Lieblingscharakter in dem Film, weil er sitzt dann mit Gio beim Essen. Komischerweise kriegt auch er keinen Bissen runter und haut einfach ab. Er lässt sie einfach in diesem Lokal sitzen und ist der Kerl sympathisch. Naja, das Einzige, was ich nicht ganz verstehe, ist, Jill schaut dann nach, weil es scheinbar so üblich ist, dass sie einfach ins Männerklo reingehen kann, ohne dass irgendjemand sagt, hey, da ist ein Schild, das quasi no Jill. Naja, und sie schaut rein und der Kerl hängt oben Spider-Man-mäßig an der Lampe, weil man denkt, hat der nicht einfach gehen können? Also so bei der Tür raus und dann winke, winke. Musste er sich wirklich spinnenmäßig an eine Lampe krallen, wo ich mich nur frage, wie ist er da raufgekommen? Und vor allem schaut der Kerl nicht so Jackie Chan-mäßig aus, dass er das wirklich schaffen könnte. Aber egal. Ich muss zugeben, bevor ich auch nur eine weitere Sekunde mit Gio reden würde, würde ich mich auch am liebsten mit 2 Kilo Superkleber irgendwo an die Decke tackern und möglicherweise nie wieder runterkommen. Aber alles kann nur besser werden. Außer für Johnny Depp und Al Pacino oder John McEnroe. Weil aus irgendeinem Grund hat Jack und Jill mehr Prominenz vereint als alle guten Komödien, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Jack, Johnny Depp und Al Pacino gehen zu diesem Basketball-Match, wo auch Jack und Jill sitzen. Wieso? Ich meine, gut, Al Pacino hat sich zumindest verkleidet, dass man ihn nicht erkennen kann. Ja, schaut ein bisschen aus wie O-Zombie in dieser Verkleidung. Und Johnny Depp ist immer noch Johnny Depp. Wieso? Ich meine, gut, Johnny Depp war auch in The Tourist. War auch in Dark Shadows. War auch in Alice im Wunderland. Aber das waren zumindest Tim Burton-Filme, die visuell interessant sind. Und wenn man dann die Optik von Alice im Wunderland mit der Optik von Jill vergleicht, dann weiß man doch, wo sich hier das wahre Meisterwerk in diesem Vergleich versteckt. Jedenfalls gibt es dann noch eine weitere ganz, ganz tolle Szene, wo Jill und Al Pacino, weil Al Pacino steht in diesem Film auf Jill. Gino, der etablierte, tolle, super Schauspieler, steht auf Jill. Und am besten, das, was ich mir am lustigsten vorstelle an Jack und Jill, und ja, und es gibt etwas, was ich wirklich lustig finde an dem Film, ist die Vorstellung, was durch Al Pacinos Kopf gegangen sein muss, als er Adam Sandler das erste Mal im Jill-Outfit gesehen hat. Wird irgend sowas gewesen sein wie, oh nein, meine Karriere ist vorbei. Und das ist, es gibt dann eine Szene, wo Jill das erste Mal Al Pacino bei sich zu Hause besucht und Pacino aus irgendeinem Grund ihr einen langen Stock in die Hand geben muss, damit sie auf irgendeinen Ball draufhaut und wir wissen, haha, was wird sie kaputt machen. Und Jill, und ich versuche das jetzt zu wenig mehrdeutig, metaphorisch, metaphysisch, sonst irgendwie metamäßig zu sagen, aber Jill macht Al Pacinos Oscar kaputt. Es gibt dann noch den recht coolen Dialog, wo Jill irgendwie meint, hey, solltest du nicht mehr davon haben? Und Al Pacino meint, ja, eigentlich schon. Das war recht cool, aber ich meine, abgesehen davon, was Al Pacino in dem Film macht, ich glaube, ich kann es nicht oft genug sagen, hat der Film auch noch den Mut, wirklich
zu zeigen, was er von Al Pacinos Karriere hält. Haha, du bist ein Oscar-preis gekrönter Schauspieler. Wir machen das kaputt. Nicht nur dadurch, dass du in Jack und Jill zu sehen sein musst. Nein, wir hauen auch noch einen großen Ball auf deinen Oscar in einer Szene, die notwendiger nicht sein könnte. Ganz ehrlich, am Ende von Scarface hatte ich weniger Mitleid mit Al Pacino als in diesem Film. Und Jill reicht das nicht, weil Jill irgendwie Al Pacino ein kleines bisschen creepy findet. Gut, wie gesagt, er ist in Jack und Jill. Irgendwas kann da nicht ganz so richtig gelaufen sein. Und Jill ist dann zu Gast bei der Familie von Jacks Gärtner, weil wir scheinbar noch keine politisch unkorrekten Mexikaner-Witze in dem Film hatten. Dort wird Fußball gespielt, es wird Chili gegessen, es werden Chili-Schoten gegessen, es werden Witze über Namen gemacht. Alles, was man aus dem Buch Witze, die mir viel zu peinlich sind und ich nie im Leben machen würde, auch wenn ich es nicht einmal dafür Geld bekomme. Nicht einmal in dem Buch will ich die Witze veröffentlichen, aber Jack und Jill, zum Glück hast du noch niedrigere Standards als ich. Vor allem, wenn dann irgendwie die Oma mit Chilischoten wiederbelebt wird. Man sich eigentlich überhaupt nicht auskennt, was das für eine Bedeutung haben soll. Al Pacino in der Zwischenzeit will unbedingt Jill wiedersehen und der Film versucht einem noch deutlicher zu zeigen, was für eine grindige Person Jill eigentlich ist. Wie gesagt, sie bräuchte nur noch einmal sprechen, dann wäre die Erinnerung wieder hergestellt. Indem, dass wir ihre Schweißspuren auf dem Bett sehen, quasi dort, wo Jill gelegen ist, und Al Pacino legt sich in Jills Schweißspuren im Bett. Ganz ehrlich, bei mir wäre das der Moment gewesen, wo ich gewusst hätte, gut, in diesem Film spiele ich nicht mit. Wenn dort irgend sowas stehen würde wie Playzocker legt sich in die abgedrückten Schweißspuren im Bett von Jill, gespielt von Adam Sandler, wäre das der Moment, wo ich das Drehbuch zurückgeschickt hätte. Aber Al Pacino dachte sich wahrscheinlich, haha, das könnte lustig sein, wenn meine Kinder irgendwann einmal diesen Film entdecken und sich denken, was? Ja? Hey, das wäre aber ein nettes Ostergeschenk eigentlich. Schau, ich habe dir eine Überraschung mitgebracht. Ah, herrlich. Ja, der Traum, der Albtraum eines jeden Kindes. Ach, furchtbar. Furchtbar. Weil vor allem, es gibt wirklich grausliche, wirklich schlimme Witze, die wahnsinnig lustig sind. Es gibt aber auch wirklich grausliche Witze, die einfach nur grauslich sind. Und die so offensichtlich einfach nur existieren, um grauslich zu sein. Und die haben meistens eines gemeinsam, sie sind überhaupt nicht lustig. Ja, wer mir das nicht glaubt, schaut euch Jack und Jill an und ihr wisst dann, wie das ist. Vor allem, wenn wir uns dann diese riesige Szene vorstellen müssen, selbstverständlich, nachdem ich mir denke, gut, wenn Al Pacino jetzt auf diesem Schweißfleck liegt, warum geht er nicht gleich K.O.? Das wäre zumindest ansatzweise lustig, wenn er dabei in Ohnmacht fallen würde von dem Geruch, der in diesem Bett ist. Wäre zumindest lustiger als der Rest der Szene, gibt es zu. Und ich frage mich einfach nur wieder, was ging durch seinen Kopf, als er die Szene gelesen und dann gespielt hat. Vor allem, wenn dann Jill nach Hause kommt und mit Jack redet und es diesen riesig langen, ausgedehnten Durchfall-Klo-Witz gibt, weil mexikanisches Essen, Furzen, aufs Klo müssen, Durchfall. Ja? Und vor allem, es gibt auch in diesem Bereich wahnsinnig lustige Szenen. Ich erinnere nur an den großartigen Film Dumm und Dümmer, wo das sicher eine der lustigsten Szenen des ganzen Films ist, wo Dumm oder Dümmer, je nachdem wie man es sehen möchte, auf dem Klo quasi festgehangen ist. Aber in dem Film ist es mehr oder weniger so, Jack steht vor einer verschlossenen Tür, versucht mit Jill zu reden, aus dem Badezimmer hört man einfach nur und
Ich stelle mir irgendwie vor, wie der Soundtechniker dieses 30-Sekunden-Geräusch aufgenommen hat und sich dabei gedacht hat, findet das wirklich irgendjemand lustig? Und so unecht, so unvorstellbar unwitzig kann eine Szene eigentlich normalerweise gar nicht sein, bis Jill dann nach draußen kommt und oh je, da muss ich gleich ein Fenster aufmachen, weil es hier so stinkt. Es tut einfach nur weh. Jeder Witz in diesem Film, ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, fühlt sich für mich so an, als würde man ihn auf einen Baseballschläger schreiben und mir auf die Rübe hauen. Es ist so schmerzhaft. Und dass es sich bei Jack und Jill um einen vollen 90-Minuten-Film handelt, macht es, finde ich, nicht wirklich viel besser, ihn auszuhalten. Und es gibt dann natürlich eine Szene, nachdem Al Pacino vorher so ausgerastet ist, oh, Handy im Theater, das geht ja gar nicht, das geht ja gar nicht, gibt es als nächstes eine Szene, wo Al Pacino im Theater vor Publikum telefoniert, was sicher seiner Karriere auch nicht schaden kann, sicher nicht mehr als Jack und Jill, aber egal. Und es gibt da irgendeinen Gag, dass Jack wegen Zeitverschiebung zur falschen Zeit angerufen hat und wie das jeder professionelle Schauspieler macht, natürlich, Al Pacino steht mit seinem Handy auf der Bühne. Ich habe mein Handy nicht einmal im selben Raum, wenn ich Reviews mache, aber was kann ich da im Vergleich dazu sagen zum Drehbuch von Jack? Vor allem, wenn da die Leute im Publikum das sogar noch lustig finden. Haha, Al Pacino telefoniert während der Aufführung. Gibt dann irgendwie noch so eine Szene, wo Jack und Jill auf dem Kreuzfahrtschiff gemeinsam Seil springen, scheinbar weil es doch ein bisschen ein Budget für Special Effects gab und es so notwendig ist, dass es in dem Film ein paar Szenen gibt, wo Adam Sandler und Adam Sandler gleichzeitig im Bild sind, weil man das ja noch nie in irgendeinem anderen Film gesehen hat. Die einzige gute Szene auf diesem Kreuzfahrtschiff ist, wo dann sogar Jills Vogel meint, das halte ich nicht weiter aus und damit beginnt sich in Jack Daniels zu ertränken. Gute Idee, wenn man mich fragt. Und es kommt dann natürlich das ganz Logische. Wenn wir Adam Sandler in einem Film haben als Jack und Jill, dann gibt es natürlich im Finale eine Szene, wo sich Jack als Jill verkleiden muss, um etwas zu erreichen. Weil Jack will von Al Pacino diesen Werbespot haben. Al Pacino will Jill haben. Jetzt verkleidet sich Jack als Jill, geht zu Al Pacino, damit er seinen Werbespot kriegt. Muss ich das kommentieren auch noch? Ich meine, ganz ehrlich, ich glaube, das steht für sich selbst, oder? Und ich meine, es gibt dann wieder ein paar interessante Szenen, wo zum Beispiel Al Pacino zu Jack, Jill, keine Ahnung was, sagt, hey, du schaust femininer aus als sonst. Hahaha, wir kriegen den Gag mit. Es ist der Film basiert nur auf einem einzigen Gag. Jill nervt. Jill stinkt. Jill ist unsympathisch. Jill ist widerlich. Und ganz ehrlich, ich wusste das nach 10 Sekunden. Nachdem Jill ihren ersten Satz gesagt hat, war das mehr oder weniger klar. Das war nicht notwendig, dass der Film das irgendwie weiter ausdehnt. Haha, weißt du, dass die Frau mit der nervigen Stimme, die lauter Furzwitze macht, eine nervige Stimme hat und lauter Furzwitze macht? Haha, das müssen wir dir noch weiter reinhämmern. Nein! Es reicht irgendwann. Ne? Und es gibt da noch eine Szene, wo Al Pacino Jack quasi kitzelt und dabei an ihren Brüsten ankommt und nicht merkt, dass sie irgendwelche Melonen da drinnen hat. Ich meine, spätestens da, oder? Ich meine, das erinnert mich irgendwie an die Szene aus Jungfrau 40 männlich sucht, Stichwort Sandsack. Wenn man sogar aus einer Gemeinschaft mit derartigen Nerds wegen so einem Kommentar rausfliegen kann,
Al Pacino sollte es, glaube ich, etwas besser wissen, oder? Aber ich meine, gut, die einzig nette Szene war, wie sich Jack verkleidet hat und dann der Klomann ihm die Brüste gerichtet hat und dann kommt plötzlich Jill an und er versucht es wieder und sie haut ihm eine rein, dass er quer durch die Tür fliegt. Das war ansatzweise sogar wieder fast witzig. Bis man sich halt erinnert, in welchem Film diese Szene ist und Jill kommt dann irgendwann einmal drauf und meint, Jack ist vielleicht sauer, weil sie so viel redet. Jeder ist sauer, weil du so viel redest! Du hältst seit 70 Minuten nicht die Klappe in diesem Film! Und vor allem, es kommt nicht ein Braum! Und vor allem, es kommt nicht ein brauchbares Wort aus deinem Kuchenloch raus. Es ist... Ah! Ich meine, es ist zumindest nett, dass auch Jill irgendwann einmal draufkommt. Hey, ich könnte vielleicht dem Restplaneten so sehr auf den Senkel gehen wie Malaria. Aber hätte sie das nicht früher machen können? Viel früher. Und sagen, hey... Ich gehe meiner Familie so auf die Nerven, ich komme einfach gar nicht. Und dann wäre Jack und Jill quasi ein Kurzfilm. Jack, oh nein, meine Schwester kommt, Hilfe. Oh, warte, ist was in der Post. Ich will euch nicht mehr auf die Nerven gehen, ich komme heuer nicht. Und dann ist es so wie bei der Verabschiedung von Ace Ventura in Ace Ventura 2. Plop, hululululu. Alle freuen sich, alle sind happy und der Film ist aus und wir sind auch happy, weil Jack und Jill nur 2 Minuten gedauert hat. Aber... Vor allem, ich meine, ich weiß quasi schon, worauf der Film mehr oder weniger hinaus will. Im Endeffekt ist es eh nur wieder die 400.000 Mal schon gesehene, auch der nervige Typ hat ein Herz und im Endeffekt mögen wir uns dann eh wieder alle und akzeptieren uns mit all unseren Schwächen, blablabla. Aber muss Adam Sandler, um quasi zu zeigen, dass dieser Charakter allen auf die Nerven geht, dem Publikum 70 Minuten lang mit diesem Charakter auf die Nerven gehen? Nein! Selbst, wie gesagt, es gibt gute Filme aus diesem Genre. Ich erinnere mich immer nur gerne an Ich, Du und der Andere mit Owen Wilson, der eigentlich, zumindest in meiner Erinnerung, gar nicht schlecht war. Und es gibt so viele, wo auch ein Hauptcharakter nervig sein kann, aber halt dosiert. Ace Ventura, Dumm und Dümmer, die Maske, hey, nehmen wir alle Jim Carrey Filme, weil angenehme Charaktere spielt er eigentlich selten. Der angenehmste Charakter, den ich von Jim Carrey seit einiger Zeit gesehen habe, war die Nummer 23 und das sagt, glaube ich, was. Naja, gut, alles immer noch besser als Mr. Hey, warte mal, das wäre ein Vergleich. Haha, Mr. Poppers Pinguine versus Jack und Jill. Hey, nicht einmal das ist ein Vergleich. Mr. Poppers Pinguine verdient Oscars im Vergleich dazu. Naja, wir sehen da noch irgendwie eine Szene, wo wir mitbekommen, dass Jill mehr Gewichte heben kann als irgendwelche Typen, haha, weil sie stark ist. Und es gibt dann zum Schluss irgendwie einen Kampf zwischen Jack und Al Pacino, wo Al Pacino mehr oder weniger Jack genau das erklärt, was ich euch jetzt erklärt habe und die ganze Familiengeschichte aufrollt und eben auch meint, ja, dass Jill irgendwie eine nette Person ist und dass sie Jack halt nur nicht wertschätzen kann und bla 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 und dadurch versteht dann irgendwann einmal Jack, was er Jill antut, will sich bei ihr entschuldigen und gerade wenn ich mir denke, hey cool, Pacino hat eine gute Sache zu diesem Film beigetragen, fängt Al Pacino zu singen an. Wisst ihr, was alle guten Al Pacino-Filme gemeinsam haben? Er singt nicht. Recht logisch. Und in dem Film, als hätten wir noch nicht genug von meiner Karriere zerstört, tralala. Ja, furchtbar. Und das Einzige, was ich mich nur irgendwie frage, ist, wie schafft Jill dann im Endeffekt von einem Kreuzfahrtschiff nach Hause zu fliegen? Ich weiß, dass es dort prinzipiell alles gibt, auf einem Flughafen, auf einem Schiff.
weiß nicht, wobei, Flughafen auf einem Schiff, so eine Art Battleship, wobei gut, ich glaube, jeder Krieg ist sofort gewonnen, wenn die USA anstatt irgendwelcher Cruise Missiles einfach Jill ins feindliche Gebiet schicken und meinen, das ist unsere Diplomatin, die wird jetzt mit euch ausdiskutieren, wie es weitergeht. Ich glaube, da sagt sogar General Aladdin, wisst was, macht mit meinem Land, was ihr wollt, ich gehe mich jetzt nur irgendwie ganz schnell aufhängen. Ahaha, wunderbar. Und als wäre der Film noch nicht peinlich genug, und glaubt mir, das heißt was, wenn ich das sage, gibt es die Versöhnungsrede zwischen Jack und Jill in deren Kindersprache. In der Öffentlichkeit, wo einige andere Leute auch zuhören. Und sie unterhalten sich in Babysprache. Ohne Untertitel. Gut, nicht, dass es mich interessieren würde, was sie sagen, vor allem, weil die Musik im Hintergrund so klischeehaft ist, dass sie eh mit jeder Note genau das verkörpert, was sie wahrscheinlich gerade sagen. Wobei, gut, so wie ich Jill kenne, redet sie auch in dem Moment von ihrem letzten Stuhlgang. Und das Ganze ist für mich einfach irgendwie Fremdschämen Deluxe. Und noch einmal! Als wäre ich jetzt, ich meine, mittlerweile bin ich sehr froh, weil der Film nähert sich echt seinem Ende. Taucht dann Al Pacino noch einmal vor, in Character von seiner letzten Rolle, die er auch nur angenommen hat, weil Jack es ihm gezeigt hat, wie es geht. Und erinnert mich in der Rolle dann ein kleines bisschen an Cat Weasel, vor allem wenn er als Schauspieler, ich meine, gut, man weiß, Schauspieler versetzen sich gerne in ihre Rollen rein, aber dass er nachher den Deckenventilator nicht mehr erkennt und meint, oh, ein Monster, und versucht mit dem Schwert gegen den Deckenventilator zu kämpfen, könnte ich auch sagen, hey, eine Steckdose ist auch da. Jill ist auf jeden Fall am Ende dann glücklich mit diesem Mexikaner, mit dem sie vorher genau eine einzige Szene geteilt hat. Bin ich froh, dass dieser Plot nirgendwo hingeführt hat. Und zum Schluss sehen wir dann noch die lang ersehnte Kaffeewerbung mit Al Pacino. Wow! Wer glaubt, dass dieser Film bis jetzt Al Pacinos Karriere komplett in den Sand gefahren hat? Wow! Also, mir fällt nichts ein, was ich über diesen Werbespot sagen kann, außer, um es mit den Worten von Al Pacino zu sagen, nachdem der Werbespot aus war und quasi Adam Sandler fragt, und, wie finden Sie es, meint Al Pacino drauf, verbrennen Sie es. Sofort vernichten. Niemand darf das jemals sehen. Das muss in der Versenkung verschwinden. Ich will nicht, dass das veröffentlicht wird. Das Lustige ist, ich glaube, diese Szene wurde mit der versteckten Kamera nach der Premiere von Jack und Jill gefilmt. Und quasi so wie bei This Film Is Not Yet Rated, einfach dann ans Ende getackert, weil Adam Sandler das lustig fand. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, oder man könnte sagen, die ganze Idee mit diesem Werbespot, dass man den am Ende noch sieht, wurde erst am Ende reingeschnitten, damit es einfach zu dieser Unterhaltung am Ende passt. Aha, aber zumindest ist der Film jetzt dann endlich aus. Und ich glaube, irgendwie, es haben schon deutlich bessere Filme Karrieren zerstört, oder? Und trotzdem hält sich Adam Sandler nach wie vor scheinbar immer noch im Business, weil mit der Chaos Dad schon wieder sein nächster Film auf uns lauert. Im Schatten. Mit leuchtenden Augen lächelt er aus dem Blu-ray-Regal und sagt, ich werde dich finden. Ich werde dich holen. Du wirst dich mich anschauen müssen. Ja, ich weiß, dass ich das werden muss. Muss ich wirklich jetzt noch eine abschließende Meinung zu Jack und Jill sagen? Reicht es nicht, wenn ich daran erinnere, dass der Film alle goldenen Himbeeren dieses Jahr abgeräumt hat? Reicht es nicht, wenn ich sage, dass Adam Sandler neben Adam Sandler auch noch Adam Sandlers Schwester spielt? Reicht es, wenn ich sage, dass das Ganze nicht nur ganz so lustig ist wie die schlechteste Szene aus dem letzten Eddie Murphy-Streifen, Norbit? Reicht es nicht, wenn ich sage,
dass meine erfundene Frau im Vergleich zu Jack und Jill lustig und durchgehend unterhaltsam war. Ohne Übertreibung, und ihr wisst, sowas will ich normal nie machen, Jack und Jill ist einer der schmerzhaftesten, anstrengendsten, unlustigsten, grausamsten Filme, die ich mir jemals angetan habe. Und ich stelle nicht einmal zur Frage, ob das der schlechteste Film ist, den ich 2012 gesehen habe. Ich stelle in Frage, ob das einer der schlechtesten Filme ist, die ich jemals gesehen habe. Und ich glaube, ich kann es nicht genug in Worte fassen, wie ich euch am liebsten vor Jack und Jill warnen würde. Aber ich weiß sowieso, dass nach so einer Kritik zumindest ein paar Leute meinen, wäre es sicher lustig, sich den auch einmal anzuschauen. Nein. Nein ist es nicht. Jack und Jill, egal mit welchen Erwartungen man rangeht, ist einfach nicht lustig. Es ist schmerzhaft.